Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf diesem Kanal. Freunde, wir waren vorhin in diesem einen Wald. Das Video habt ihr bestimmt schon gesehen. Null Uhr im Wald. Null Uhr im Wald. Aber diesmal ist es nicht 0 Uhr, sondern es ist 2:38 Uhr. 2:38 Uhr. So, 2:38 Uhr. Wir haben das Video, was ihr am Freitag gesehen habt, um 0 Uhr gedreht. Wir haben uns gedacht, warte mal, wir haben so gegoogelt, wo gibt es noch gruselige Orte. Und wir haben einen Ort entdeckt, das wir jetzt auch besuchen werden. Und zwar, komm mal einmal mit. Hier ist Kevin, der steht mitten auf der Straße einfach. Das ist eine Landstraße, wie man sehen kann. Mach mal Fernlicht. Digga, was ist das für ein Fernlicht, Digga? Hast du Taschenlampen als Fernlicht? Boah, sieht ihr diese Lichter da hinten rot? Ja, 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 deswegen habe ich gedacht, da kommt ein Auto. Bruder, der ist einfach weg. Wallah, Bilder ist einfach weg. Hä? Digga, ich verstehe es. Komm mal mit, seht ihr dieses Schild? Kosbacher Altar, sieht man das? Ja. Kosbacher Altar, könnt ihr alle googeln. Wir laufen jetzt da lang. Warte, schlauer wär's, wenn man halt, wenn da steht Kosbacher Altar und wir gehen da lang. Was meine ich? Das wäre halt schlauer ein bisschen, oder? Ja, finde ich auch. Weil es auf der Seite steht. Wir haben noch einen Platz im Auto, bleibst einfach im Auto, gell? Was macht Double G um 2:38 Uhr? Auf Landstraße chillen. Null Uhr im Wald. Wir gehen jetzt rein mit Autoeskorte. Ein Licht hat uns nicht gereicht, wir machen Fernlicht von Auto, machen, bringen wir mitnehmen. Bringen wir mitnehmen. Sprachen lernen. Bringen wir mitnehmen. Wir werden einfach ein bisschen den Wald besichtigen. Um 2:30 Uhr. Was passiert um 2:30 Uhr bei Kosbacher Altar? Ein Gin deckt sich auf um 2 Uhr. Was ist mit dem? Wir werden auch wie immer wie nennt man das? Die Legende. Die Karte. Die Karte. Map heißt Karte. Ich heiß Map, ich heiß Map, ich heiß Map. Map heißt Karte! Wir werden auf jeden Fall die Karte anschauen, wo wir genau uns befinden, wo wir reinlaufen müssen sollen und ob es ein paar Merkmale gibt, die wir beachten haben. Auf geht's. Was ist das, ne? Ah, mein Nachkult. Wallah, Billa, film mal. Ist das nur Müll, oder? Ja, ich glaube, es ist nur Müll. Oh, ja, okay. Bruder! Ich dachte, ich bin dieser, wie heißt der, von Akte X, der hat was gelöst. So, man weiß ja nie, welche Faxen hier passieren. Chef, die Bullen kommen jetzt. Was erklären wir den Bullen? Wollen, halt mal das Licht. 2:30 Uhr, ja? Es ist 2:30 Uhr nachts. Was denkt jetzt ein Polizist, wenn er hier vorbeiläuft und ich so neben sowas stehe? Ja gut, sieht halt nicht gut aus. Hä? Ich glaube, da habe ich die Scheißkarten gezogen. Was haben wir hier? Wir haben wieder Wälder, laute Bäume. Hä, ist dasselbe Bild wie davor? Dasselbe Bild wie davor. Wie das beim letzten Mal. Hä, wo ist der Alter? Wo ist der andere? Aber da ist der rote Punkt, wo wir sind. Wir sind auf jeden Fall beim Kosbacher Altar jetzt angekommen, wie ihr das Schild jetzt gesehen habt. Wir sind rechts reingebogen. Wir befinden uns jetzt hier. Sie sind der rote Punkt. Wir befinden uns jetzt genau hier. Wir waren davor hier. Okay? Sind bis hier reingelaufen. Als wir rausgegangen sind, haben wir gesagt, okay, komm, wartet mal. Lass doch noch ein Video drehen. In irgendeinem anderen Ort. Es gibt nichts mittigeres als dieser Punkt hier, wo wir uns befinden. Wir werden jetzt zum Kosbacher Altar reinlaufen. Und beim Altar, was gibt's da überhaupt? Da war Massengrab, glaube ich, früher. Massengrab, ne? Ja. Massengrab. Voilà. Da war einfach Massengrab. Ihr könnt da selber nachgoogeln, damit wir uns euch irgendwie jetzt nicht hinter das Licht führen. Hinter das Licht, wie alle anderen jetzt gerade, die hinter dem Licht sind. Es tut schon wieder weh, wenn ich dich live sehe. Kann dich nicht ansehen, kann's nicht verstehen. So, wir laufen jetzt rein. Kamera kommt mit. Kevin bleibt hier. Hält Deckung. Du hältst den Rücken. Never. Voila, der ist gerade. Ey, der war gerade am Handy so. Kevin hält Deko. Never, never, ever. Never, ever. Bruder, ist das witzig? Ey, weißt du, was bei uns auffällt? Bei mir, also. Es ist gerade fast 3 Uhr und wir chillen hier und lachen und schreien, als wäre es 13:30 Uhr im Wald. Also, da sieht man, welche Kreise wir uns befinden. Uns sucht einfach gar nichts. Jungs, wird eine lange Nacht im Wald. Ich hab mich schon hier ein bisschen diese. Weißt du, ich tausche einfach. Gefragt, wie lang es von Würzburg zu uns ist. Was hat er? Wie lang es von Würzburg zu Arfa, uns ist. Arfa, wir beantworten deine Frage genau im Wald. Ja? Du denkst dir auch, warum schreiben die nicht zurück? Die schlafen bestimmt. Die sind gerade am Schlafen. So. Würzburg. Ey, Jungs, Altar ist doch eigentlich bekannt dafür, dass man Rituale dort macht. Ja? Altar. Ja, voilà, ey, Jungs. Ey. Warum f*** du alles? Voilà, ey. Auf geht's, ich allein sein. Geh mal weg, Alter. Das Einzige, was komisch hier ist, sind, dass wir hier rumlaufen. Und dass Kevin eine Eisenstange hat einfach. Und. Er denkt, wir machen irgendwie, wir werden jetzt ein Baumhaus bei diesem Wald ist kein Spaß mehr. Was ihr nicht wisst ist, wir werden jetzt das ein oder andere Verbrechen begehen. Wir werden das ein oder andere Eichhörnchennest einbrechen und die Walnüsse klauen. Schau, wir gehen wieder mit solchen Backen raus. Wir haben das erste Zeichen hier vom Altar. 29. Oh, stell dir vor, das steht für Grabnummer 29. 29 war einfach die Rückennummer von dem. Der war Fußballprofi. Von dem da auch. So wie Milo Notzfeller. Lachen wir gerade in einem Wald? Ja. Nein, Digga, uns geht's nicht gut, Walla. Wir sind auf jeden Fall hier angekommen. Vorgeschichtliche Grabhügel. Kosbacher Altar. Der hier rekonstruierte Hügel wurde etwa in 6., 5. oder 6. 6. 5. 6 bis 5.
Alter, bist du mein Geschichtslehrer geworden? Oder? 6. Jahrhundert vor Christus errichtet. Vor Christus. Vor Christus? Ja. 5 bis 6 Jahre. Bevor er gekommen ist, haben die gesagt, wir tun ein Grab bauen. Freunde, wallah, Bilder, wenn man hier sieht, wo wir ungefähr sind. Schau, das ist der Grabhügel. Das ist so ein Kreis. Wir müssen jetzt den Weg hier reinfinden, Freunde. Wie gesagt, wir laufen auf jeden Fall mit den Jungs weiter. Wir sehen uns. Sieht man das? Das ist ein Holzhüttewagen. Wir werden jetzt mal reinschauen, was da ist. Ram geht vor, ich komme nach. Adel geht vor, Adel. Ich halte schon das Licht. Alles gut, ich wollte immer schon das Licht halten. Film mal, Kevin. Da hinten ist ein Wohnwagen oder ein Haus. Hm. Stell dir vor, jetzt läuft ein Polizist vorbei. Was denkt der? Ich will mich verteidigen. Ich bin bei Spawn vorbei. Gib mal das Licht. 5 Jungs, korrekt, dass alle geholfen haben. Was ist nämlich auch? Ich küsse eure Herzen. Der wollte auf mich losgehen. Oh mein Gott, lass mal Abstand halten. Du kannst das Fenster einfach öffnen. Ram geht hin. Soll ich die Tür ausmachen? Soll ich die Tür ausmachen? Mach, geh hin. Ich glaube, der hat selber Eier flattern gerade. Wir haben nur was verloren, wir wollen es zurückhaben. Wir müssen nur noch den Torwart finden, Nummer 1. Jungs, wir müssen zurück. Betano, Betang, Kosbach, Dexendorf, Kosbach, Altar, 150 hinter uns. Hä? Müssen wir am Schild vorbeilaufen? Was denn? Zeig mal, ich kann lesen. Da steht Altar, 150 Meter, ich kann auch lesen. Das Schild wird abgemacht. Wir müssen wieder zurück, dort wo sie standen. Aber da steht, was steht denn da? Und da dann vorbeilaufen. 100, da steht. 150 Meter zurück zum Altar. Ja, ja, also da vorne rechts. Also da, wo wir waren. Müssen wir geradeaus durch. Ja, sag ich doch hinterm Schild, ich hab doch gesagt, wir sind da. Okay. Wir sind weitergelaufen bis zu dieser Autohütte. Da stand halt 150 Meter zurück, habt ihr gesehen? Wir sind jetzt hier am Grabhügel. Das heißt, wir befinden uns hier sogar. Das ist der Grab. Und wenn wir jetzt mal hier reinschauen, wir gehen jetzt rein. Ab hier fängt jetzt irgendwie ein Grab an, okay? Vielleicht finden wir was Interessantes. Hier, das ist es. Das ist das Massengrab. Ja, hier ist es. Hier fängt der Stein an. Machen wir breitlich. Wir sind schon lange nicht. Hügel voller Leichen. Das ist der Hügel. Sieht man sehr schlecht. Komm, wir laufen drüber rum. Hier ist ein fetter Stein. Wir laufen jetzt einmal um den Scheiß, Digga. Einfach, wir befinden uns gerade beim Massengrab. Da geht das mich blendet. Es ist gerade 3.10 Uhr. Wir befinden uns, das ist das Massengrab, was hier als Kosbacher Altar bezeichnet wird. Könnt ihr gerne alles googeln. Und ja, Freunde, wir sind jetzt beim Grab. Wir wollten einfach schauen, wie ist die Lage so, wenn man in einem Massengrab ist, das vor 100 Jahren von Christus oder keine Ahnung. 500 Jahre vor Christus. Das heißt über 2020 Jahre. 2500. 2500 Jahre. 2500 Jahre ist das Grab schon. Damals bei uns, weil dieser Kosbacher ist ja da, Büchenbacher, ich wohne ja gleich daneben. Viele Leute sagen auch Klassen, es gingen damals immer so durch die Schule rum, dass Leute gesagt haben, wenn man um dieses Massengrab, ja, 6-mal rumläuft, nachts um 0 Uhr, das ist jetzt die Geschichte, ja, ob es stimmt, stimmt sowieso nicht. Also ich glaube so an sowas nicht, so welche Sachen, aber es hieß echt, dass man, wenn man 6-mal hier rumläuft, dass etwas passiert, womit keiner rechnet. So ist die Geschichte. Und viele aus Klassen damals sind hier als Gruppen hierher gekommen, aber haben es nie um 0 Uhr gemacht. Die haben es immer so um 16.30 Uhr gemacht, so was ich meine. Bis Papa angerufen hat, alle nach Hause. Es waren nur Kanaken. Keiner hat es über 17 Uhr geschafft. Und ja, Freunde, deswegen werden wir das jetzt versuchen. Wir laufen 6-mal rum. Hä? Nein. Oh, Allah. Okay, warte, ich bin dabei. Oh, Lick. Ich hab's Altar gefunden. Ich hab alles, Ich renne hier einfach vor den weg. Ich bin das Altar. Chima, Digga, wohin gehst denn du, Amanaku? Das ist kein Grab, das ist, wo man Rituale ausführt, sind Altare, normalerweise. Ach so, so hexenmäßig aus. Ja, kann sein. Kennst du bei Assassin's Creed, wo die... Ja, genau, bei Assassin's Creed. Warte, lass mal gehen. Chima. Hier haben Licht, was haben die? Hexen, oder was? Kann sein, ja. Also Altare können einerseits normale Menschen, sagen wir mal, nutzen, aber auch Hexen und sowas, um Hexenrituale und sowas zu machen. Leute zu verfluchen und sowas. Komisch, dass es neben Massengrab ist. Und wir sind um 3 Uhr hier und chillen. Ja. Freunde, kennt ihr diese YouTuber, die ihr Intro mit, lass schon mal letzten Like da. Ja, ich will keinen Namen nennen. Wir brauchen keinen Like. Das ist für uns. Ola, hier ist ein Massengrab, hier ist ein Altar, wo Hexen Pokus Mokus gemacht haben. Subhanallah. Ola, Jensaud, ja. 3 Uhr 7, ja. Es ist 3 Uhr 7. Und Freunde, wir sind einfach hier. Und wir laufen jetzt einmal für jeden Einzelnen, damit wir das Gerücht aus der Welt schaffen. Laufen wir jetzt 6-mal rum. Schauen, was passiert. 2-3 Minuten. Wenn nichts passiert, gehen wir wieder ins Auto und beenden das Video. Weil, Bruder, Fake Prank machen wir ja nicht. Warum machen wir 6-mal jetzt, Digga? Weil wir 6-mal rumlaufen. Warum machen wir das? Aber wir sind schon. Was geht dabei? Du kleiner Ba. Adel ist schwach, meine Mutter. Adel ist schwach, meine Mutter. Auch sehen. Bille, wo hast du die Maske? Ich weiß, dass wir die Maske haben. Aber seit wann hast du die dabei, Amanda? Ich hab echt jetzt gesehen, dass ich die habe. So krank, ja. Das war's, wenn man 6-mal macht. Also, wir laufen echt 6-mal rum. Das sind 3 Leute da. Oh, Kevin, hä? Der Witz ist schon ausgelutscht, aber das ist kein Kevin. Eine Ewigkeit später. Freunde, auf jeden Fall, wir sind jetzt 6-mal rumgelaufen um diesen Graben hier rum, um diesen Massengrab. Hier ist der Altar, wenn wir hier einmal hier rüber schwenken, das Gerücht
dass man, wenn man 6-mal hier rumläuft und dann etwas passieren sollte, schauen wir jetzt. Ich will einfach dieses Gerücht abschaffen, dass es nicht gibt an alle Büchenbacher, Krausbacher oder wenn ihr in der Nähe wohnt und an diese Geschichte. Hast du was gehört? Hier jemand einen Baum geschlagen. Das ist das Gerücht. Ich mach's gerade extra. Was? Digga, das Licht hört auf damit. Dass das Gerücht komplett aus der Welt geschaffen wird. Wir warten jetzt noch 2-3 Minuten und schauen, ob das nach dem 6-mal Nacht im Wald. Digga, wo ist Ram? Das ist. Hey Frank! Leute gehen mit Taschenlampe rein, mit Axt, mit Dings und so. Mit Kettensäge an. Mit Kettensäge, Panzerfaust und wir. Eine Eisenstange. Und wir laufen um 3 Uhr 6-mal um so einen Graben und sagen, stimmt nicht. Wir beweisen euch das. Guckt aus. Hast du gehört auch? Es wird nichts passieren, wir sind in Gefahr. Wir werden jetzt wieder rauslaufen, das war's. Ey, Jungs, Wallah, das irgendwas. War hier gleich, ne? Schon Wildschweine, Leute. Wenn das ist irgendein Wildschwein, Digga, das uns auseinandernimmt. Nein, die sind nicht. Leise. Ey, lass weiterlaufen. Lauf, wir laufen zum Auto. Wallah, das sind uns. Ich schwör's, hinter uns. Ey, auf diesem Dach liegt einfach was. Ey, Wallah? Ja, hinten. Da liegt was. Man sieht's schon. Okay, wir holen das jetzt. Nein, hör mal auf. Geh runter! Ich hol das! Mach Faxen im Wald an. Hol doch einfach mit der Eisenstange vor. Ja, gib die Eisenstange. Gib ihm doch die Eisenstange. Da. Hier, links. Ein hoch auf die Eisenstange. Das ist eine Windel. Lass mich runter. An der Arm. Das ist eine Windel. Jungs, ich sag's ehrlich, ich hab mich vorhin. Sie sind voll gekackt. Wir haben einfach eine Windel gefunden. Die Geister können auch kacken, das haben wir bewiesen. So, Freunde, wir sind jetzt wieder hier am Anfang, wo wir gestartet sind, in den Wald. Es war eine sehr, sehr, sehr lange Nacht. Es ist jetzt ungefähr, es ist fast 4 Uhr. Wir waren hier beim Kospar-Altar, waren beim Massengrab. Oder wie nennt man das überhaupt? Massengrab, ja. Massengrab, gell? Ja. Massengrab und bei diesem Altar, da wo man angeblich so. Beim Altar, was macht man nochmal beim Altar? Ich check's nicht im Kopf. So Rituale so. Rituale und so. Wir haben ein Gerücht gehört, das heißt, wenn man 6-mal um diesen Massengrab läuft ab 0 Uhr im Wald, dann passiert irgendwas, was keiner sich erklären kann. Das Einzige, was wir uns nicht erklären können, ist die Windel. Das Gerücht bleibt. Das Gerücht stimmt. Es ist passiert. Eine frische Windel haben wir auf dieser Karte von diesen Dings gefunden. Bis wir halt herausgefunden haben, dass es Ram seine Windel war. Oder war es, Digga, weil er gerade wegschaut. So. Hä? Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und unterhalten. Wenn es der Fall ist, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal, wenn ihr weitere Folgen sehen wollt von sowas. Und ja, Freunde, schreibt in die Kommentare 0 Uhr im Wald. 0 Uhr im Wald. Was sollen wir um 0 Uhr im Wald machen? Wir werden immer im Wald gehen, malen Yoga. Vielleicht tun wir Yoga 0 Uhr im Wald. Vielleicht tun wir chillen, eine Pfeife nehmen wir mit. Was sollen wir um 0 Uhr im Wald machen? Schreibt es unten in die Kommentare, der Top-Kommentar. Den blenden wir im nächsten Video ein und den machen wir auch. Das war's mit dem Video. Mein Insta ist sehr geblendet. Der restliche Instagram-Account-Mount ist neben mir. Viel Spaß. Warum sage ich immer viel Spaß bei Auto? Verpasst euch.